Liebe Pressevertreter, liebe Sponsoren, ich darf Sie und euch recht herzlich begrüßen. Wir haben heute den Montag, außergewöhnlicher Termin, aber außergewöhnliche Situationen erfordern auch außergewöhnliche Termine. Wir haben für heute eingeladen zur Vorstellung des neuen Trainerteams bei der FSV Bottesa Bautzen ab der neuen Saison. Neben mir haben Platz genommen, ich fange mal von rechts nach links an von meiner Seite aus. Zum ganz rechten Thomas Baron, ab 1.7. neuer Cheftrainer bei Bottesa Bautzen. Des Weiteren zu meiner Rechten unser Präsident Jörg Dreves, zu meiner Linken Gerrit Liesch, der Vizepräsident, und ganz links außen André Müller, der neue Co-Trainer vom Thomas. Ich kann erstmal nur so viel sagen, dass ich erheblich erleichtert bin und sehr zufrieden, dass diese Zeit jetzt zu Ende ist, weil vielleicht dann auch an die Presse gerichtet, weil ja da schon eine große Ungeduld herrscht und wir aber die Dinge gründlich machen wollen und da fühlt man sich dann schon sehr als Getriebener. Wir haben uns die Wahl nicht leicht gemacht und haben versucht, die Analyse der letzten Jahre zu treffen und aus dieser Analyse heraus für uns einen strategischen Weg festzulegen, wie in Bautzen die Entwicklung weiterlaufen soll. Und wir sind immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was wir schon mal angefangen hatten, dass wir da wieder ganz konsequent zurück wollen, nämlich ein Verein zu sein, der vor allen Dingen auf Jugend aus der Region setzt, der junge Spieler entwickelt und der sich dann auch die Mühe gibt und die Geduld dabei entwickelt, diese Spieler dann auch in den Männerbereich zu bringen. Und wer hätte denn gedacht, dass man Herrn Baron jemals von Borea wegeisen kann? So viel von meiner Seite aus mal. Also ich denke, der Herr Dreves hat eigentlich schon vieles vorweggenommen. Ich komme oder bin ein Typ, der mit jungen Leuten arbeitet, der immer perspektivisch denkt, gar nicht anders denken konnte. Es ist nie eine Entscheidung gewesen, die ausschließlich in den letzten 14 Tagen gefallen ist, sondern ich habe mich in den letzten 2-3 Jahren schon mit dem Gedanken getragen, mich nochmal zu verändern. Man hat dann, wenn man so in den älteren Bereich kommt, wo ich muss, wenn es manchmal ein bisschen wehtut, wenn man daran denkt, wenn man nur mit jungen Leuten arbeitet, bekommt man das nicht ganz so mit. Dass es dann an der Zeit ist, einfach auch nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Das ist der eigentliche Grund gewesen. Ich freue mich natürlich, dass aufgrund dessen, weil es bei Borea jetzt ein paar andere Entwicklungen gab, anders als abgesprochen war, dass wir hier eine Möglichkeit bekommen haben, dass wir unter guten Umständen, guten Bedingungen in der Lage sind, ich sag mal, spezifisch zu arbeiten. Ich weiß, ich habe mit dem Thomas einen Chef, wo ich mich als junger Mann, also mit 30 Jahren, sehr noch nicht so alt im Trainergeschäft, wo ich mich auch mit einbringen kann, wo ich ein kleines bisschen in verschiedenen Dingen freie Hand bekomme, wo wir einfach sagen, okay, das ist eingespielt, da wissen wir, da ist Vertrauen da und ja, freue mich also auch auf die sportliche Herausforderung hier, die wir in Bautzen gestellt bekommen haben. Ihr habt das ja alle verfolgt und ich glaube, dass wir jetzt nochmal in der Mannschaft vom größeren Umbruch stehen, das ist zu erkennen. Sicherlich auch, wenn ein neuer Trainer kommt, gibt es auch die ein oder andere Auffassung, Tendenz. Aber wir sind uns über das Wie schon einig. Und wir wollen, und dem Aufwand, den wir hier in Bautzen betreiben, wollen wir auf jeden Fall in der mehrgleisigen Regionalliga dabei sein. Es ist ja für uns dann die Oberliga mit Stern. Wobei wir eins in der Analyse natürlich auch feststellen, es ist unser Ziel, aber wir werden den Druck nicht überstrapazieren. Ich glaube auch, dieser nicht geforderte Druck, unbedingt den Aufstieg schaffen zu müssen, hat, wenn man die letzte Halbserie sieht, dann dazu geführt, dass die Mannschaft über die Maßen verunsichert war. Und wenn wir die Rückrunde hochrechnen zum derzeitigen Stand, war es sicherlich eine der schlechtesten Halbzeiten, die wir gespielt haben. Aber wir wollen es auch mit einer gewissen Lockerheit angehen. Es geht schließlich um Fußball. Aber es geht darum, dass wir einfach mal entscheiden müssen, was ist Mittelmaß und was ist noch Talent. Und wir haben oft
sehr viel Mittelmaß oder auch Talent vergeudet in der Richtung, an den Stellen, in denen wir an einer Seite die Spieler aufgewertet haben und an der anderen Seite letztendlich das ein oder andere Talent auch untergegangen ist. Und da muss man einen vernünftigen Weg finden. Und wir natürlich auch erst die Dinge hier in Bautzen klären müssen, was die Frage ist, was wird mit den Spielern, die jetzt derzeit hier sind, ja, wie denken die über den neuen Trainer oder wie denken die über ihre eigene Entwicklung nach? Und deshalb sehe ich das völlig entspannt. Man darf natürlich eins wissen, dass ein Trainer, der 30 Jahre im Geschäft ist, im Nachwuchsgeschäft ist, wo es kaum eine Oberligamannschaft und auch ein Teil in der Regionalliga und sicher nach oben umso spärlicher, ist ja normal, schaffen ja auch nur wenige den Durchbruch, der nicht genügend Spieler kennt, der nicht die nötigen Kontakte hat. Aber dafür bin ich auch wieder lange gesagt, dass ich mit Namen hausiere, da würde ich dem Spieler nichts Gutes tun. Nee, ich sag's ja. Wir können das Geschenk dann auspacken, wenn es soweit ist. Bautzen hat seine Eigentümlichkeiten und Dresden hat auch seinen Charme. Und ich bin jetzt in Bautzen und muss diese Sachen auch erst kennenlernen. Und dann kann ich im Vierteljahr sagen, das lief in Bautzen so und das lief in Bautzen so und das ist in Dresden gewesen. Aber ich muss mich jetzt hier einarbeiten und die ganze Konstellation kennenlernen. Dafür bleibt mir nicht viel Zeit, so muss ich auch dazu sagen. Und ich komme aber mit allen Dingen zurecht. Also da habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich bin also weder im goldenen Wasserhahn gewöhnt, noch irgendwo aus dem Silbertablett ja, serviert zu bekommen oder aus dem mit Silberbesteck zu essen. Also da brauchen wir sich keine Sorgen machen. Bautzen ist nicht so weit weg. Ich habe schon angedeutet, dass man sich über ein Zimmer unterhalten muss, weil ich nicht jedes Mal vielleicht hin und rück fahre. Aber da sind wir einfach in der Bewegung, da bin ich offen. Aber ich sage es auch mal prinzipiell so, Dresden ist für mich eine schöne Stadt. Bautzen werde ich jetzt kennenlernen, etwas näher, obwohl Bautzen ich von den Sportplätzen her kenne. Da habe ich auch keinen. Nee, ich kenne sogar aus anderer Sache, das kann man dann mal später erzählen. Aber ich bleibe erstmal in Dresden wohnen, das ist sicher. Und so denken wir eigentlich hier, dass wir eine gewisse Fußballphilosophie haben, die was mit Spiel zu tun hat und die nie ausschließlich nur darauf gerichtet sein kann und muss jetzt Resultats denken. Das, sicher gehört das dazu, da brauchen wir gar nicht reden. Davon wird zumindest in der Oberliga hier in Bautzen mit der klaren Zielstellung der Trainer abgerechnet. Da rechnen wir uns auch selber ab. Wir waren vor uns in der Kabine drin und ich habe dort 4 Sätze gesagt, vielleicht auch einen Satz weniger, ich habe es nicht gemerkt. Und dann war Beifall, weiß ich gar nicht warum. Und da sage ich, also kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Da hat man sich also gefreut und es haben alle mitgeklatscht. Da gucke ich immer hin. Auf solche Kleinigkeiten achte ich. So. Vielleicht wollte man mich auch schnell raus haben. Das werden wir sehen.